Bisher war es nicht möglich gewesen, von Schloss Steinnebel in Wildbach reinzukommen, aber dank des neuen Reittiers ist es möglich. Dafür müsst ihr Anlauf nehmen, abspringen mit der 1 und sofort gleiten. Das ist ein bisschen knifflig. Und dann sofort Gas geben. Also ihr müsst dann versuchen, wirklich beim Abspringen sofort in den Gleitmodus reinzukommen. Das ist, wie gesagt, sehr knifflig. Timing muss stimmen. Wenn er unten der Balken leer geht, kein Problem. Immer wieder nach vorne drücken und bingo. Ihr seid gerade auf der Wüstenkarte unterwegs und wolltet gerade das Lager einnehmen. Das hat aber nicht geklappt, weil vielleicht gerade die Gruft in Falt gegangen ist. Dann könnt ihr von dieser Position aus ganz einfach in den zweiten Stock reingleiten. Kann natürlich auch ein bisschen Geschwindigkeit benutzen, ist aber nicht notwendig. Weil ihr habt eine sehr schöne Höhe. Schafft ihr so oder so. Dann seid ihr direkt schon drinnen. In der zweiten Etage und könnt dann eben oben den Lordraum verteidigen. Oder eben hier euch nur mal drum kümmern, dass der Innenring geschützt ist. Anderes Szenario, ihr habt das Lager eingenommen. Und wollt schnell in den zweiten Stock. Dann geht das von hier oben aus. Da drückt er nach vorne und braucht auf jeden Fall viel Geschwindigkeit. Also das heißt, ihr müsst komplett durchdrücken. Das sieht knapp aus, ist es auch. Aber wenn ihr das richtig gemacht habt, landet ihr hier wieder im zweiten Stock und könnt den Lordraum aushelfen, verteidigen oder sonst was. Ganz einfach vom Lager aus in die Gruft. Auch wenn das Lager nicht unser ist, haben wir die Möglichkeit, schnell in den Palast reinzukommen. Und das geht einfach von hier aus. Dann müsst ihr einfach nur rübergreifen. Ihr braucht nicht viel Geschwindigkeit für. Ist relativ einfach. Und schon seid ihr hier beim Palast. Könnt direkt reinlaufen. Keine Sorge, euch kann nichts passieren. Und da habt ihr direkt schon das Portal. Fertig. Die Gruft wird immer wieder angegriffen und ihr müsst vielleicht zwischendurch mal neue Mats holen. Dann ist es ganz einfach, denn ihr könnt von der Gruft aus in das Lager hineingleiten. Dafür geht einfach hier oben auf die Position drauf. Das ist hier oben, wo der Lordraum ist. Und braucht einfach nur rüber zu gleiten. Ihr braucht auch gar nicht viel Geschwindigkeit, das könnt auch so gleiten. Das ist kein Problem. Und seid direkt hier im Lager und könnt euch neue Mats holen oder sonst irgendwas.